Moin World ist ein gemeinnütziger Verein, der die IT-Welt wieder weiblicher machen möchte. Derzeit sind wir in Hamburg und seit Juni 2018 auch in München aktiv. Ich habe Moin World eigentlich aus eigenem Bedarf heraus gegründet, weil ich mich selber als Frau, als Minderheit auf Tech-Events gefühlt habe und auch das Gefühl hatte, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wir organisieren Vorträge und Workshops bei Moin World. Bei uns kann man Programmieren lernen und wir sind auch dafür da, um weibliche Entwicklerinnen sichtbar zu machen als Vorbilder. Wir haben im letzten Jahr ungefähr 30 Meetups veranstaltet mit so ungefähr immer 50 bis 70 Teilnehmern. Und ja, das Besondere ist halt, dass die bei Hamburger Tech-Unternehmen stattfinden und häufig auch die CEOs und CTOs von diesen Unternehmen, wie beispielsweise bei Xing, auch direkt hinter unserem Projekt stehen. Bei den Meetups kann man sich nicht nur fachlich weiterbilden, sondern auch Hamburger oder Münchner Unternehmen direkt kennenlernen. Unsere Kurse richten sich sowohl an Entwicklerinnen, die sich weiterbilden möchten, als auch an Anfänger, totale Anfängerinnen, die halt einfach mal in den Bereich Softwareentwicklung reinschnuppern möchten. Ganz neu dabei sind auch Angebote für Schülerinnen, weil wir der Meinung sind, dass man früh starten sollte. Das war tatsächlich neu für mich. Ich hatte davor noch keine wirklich große Vorstellung, was Informatik bzw. Programmieren beinhaltet. Deshalb fand ich das jetzt sehr toll, diese 3 Tage mitnehmen zu können und mal meinen ersten Einblick dafür zu bekommen. Ich möchte Informatik oder Medieninformatik studieren. Das habe ich vorher schon gewusst, also schon vor dem Programmierworkshop. Aber das hat mich eigentlich nur bestätigt, dass mir das Spaß macht. Ich bin ziemlich stolz darauf und freue mich jedes Mal über die ganzen tollen Menschen, die Moin World auch so anzieht und die sich hier engagieren. Ja, Digitalisierung betrifft uns letztendlich alle und ich finde es total wichtig, dass Frauen und Mädchen auch aktiv an dieser Zukunft mitbeteiligt sind und sie auch aktiv mitgestalten können.